Hallo, Kelly aka Mrs. Vlog hier. Und Davis Schulz aka Davis Schulz. Und wir haben heute für Sie eine Food Review. Eine Food Review. 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 Das war zu viel. Und zwar waren wir bei McDonald's und haben einmal alles bestellt. Und wir werden jeden dieser Burger testen und mit unseren ausgebildeten Zungen und Geschmacksnerven euch beschreiben, wie jeder einzelne Burger schmeckt, wie er aussieht und ihn bewerten. Genau. Ich hab so Schiss, ey, ohne Witz. Ich auch, weil mir wird immer schlecht bei McDonald's Schiss. Teilweise. Und jetzt super, von jedem Burger noch was fressen dann. Oh mein Gott. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der erste Kandidat, den wir probieren? Ja, wollen wir erstmal einen klassischen nehmen? Den klassischen, ja, okay, dann nehmen wir, den Hamburger, oder? Boah, einen Hamburger habe ich schon richtig lange nicht mehr gegessen, seit ich ein Kind war, glaube ich. Ich bin Team Cheeseburger, ich mag Cheeseburger mehr. Oh, den kann man nicht mal durchschneiden. Das sieht billig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht echt billig aus, Alter. Unser erster Burger. Also, das ist nicht mein erster Burger. Ich habe schon mal einen Burger gegessen. Okay. Mhm. Das ist... irgendwie voll trocken. Schau mal an, Alter. 2 von 12 Sternen. Ich gebe 3 von 12 Burger. Keine Sorge, jeder angebissene Burger wird nach einem Obdachlosen geworfen. Bacon Clubhouse Chicken würde ich nehmen. Den habe ich gestern erst gegessen. Er sieht schon besser aus als der andere. Ja, voll krass. Aber die halt auch immer durchzuschneiden ist halt auch ätzend. Ja, wieso ist hier Bier? Ist das Das ist übergeschäumt, weil du oh das Gott, so oh Scheiße. Hast du Küchenpapier? Ah, meine Hose, Scheiße. Nach dieser kleinen Unterbrechung geht's jetzt weiter. Meine Hose so, ist nass. Ich schneide. Okay. What? Mir ist das schon rausgefallen. 3, 2, 1. Der erste Biss ist immer okay. Aber vor allem, wie pervers ist es, die haben einfach ein Schwein über einen Huhn gelegt. Ich bin doch Vegetarier, wieso mache ich das hier überhaupt? Ich bin Vegetarier, Leute, hallo, was ist das hier gerade? Ich habe mich gerade voller Schokolade. Der ist eigentlich ganz okay, aber ehrlich gesagt esse ich den immer, wenn ich mega besoffen bin. Und deswegen dann schmeckt erinnert der auch gut er mich wahrscheinlich dran, dann, ne? Deswegen erinnert der mich daran, besoffen zu sein. Was ein schönes Gefühl ist. Also ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ich finde... na, aber auch nicht so aber gut. Aber ich finde dieses Bacon, das schmeckt so verbrannt und dann mit diesem, das Chicken-Ding ist gut, aber dieser Bacon darauf ist irgendwie also ganz so, ehrlich, deutlich, so deutlich besser als das gerade eben. Ja. 6 von 13 würde ich geben, glaube ich. Ich auch. Nimmst aber trotzdem noch ein bisschen. Mir ist schlecht. Ja, aber wir haben halt noch so viel vor uns. Weißt du, was ich schon immer auch probieren wollte? Den hier, diesen McRib. Ih, aber das ist doch nass. Da ist so ein nasses Stück Fleisch drin mit so ein... so. Mir gefällt mir das nicht. Das ganze Ding ist durchgeweicht. Ich weiß nicht, ob... Oder machen die einfach... Huiuiui. Bah, ey, das ganze Burgerbrötchen ist durchgeweicht unten. Schau mal. Bah. Gefällt dir der Geruch? Bah, irgendwie schon. irgendwie eklig, aber irgendwie... Das ist so ein, man ist so voll so zwischendrin, man denkt sich, oh, gut, aber... Ja, weil man nichts vom Fleisch schmeckt, das ist voll die Barbecue-Soße mit davon. Das ist einfach nur gebappte Scheiße. Noch ein bisschen, oder? Einer? Okay. Ich glaube, davon kriegt, also ich weiß nicht, aber davon würde ich, glaube ich, richtig Bauchweh bekommen. Ich auch, Alter. Das sieht aus wie so ein Massaker. Bestimmt bestellen sich manche noch 2 davon. Das ist so, was richtig eklig ist, so wenn was richtig pervers ist, aber trotzdem so... man Leute, weiß, dass es mega jetzt wisst ihr Bescheid. Ist. Kennt ihr das ja, bei anderen Situationen? Ja. Man erst denkt, cool, aber dann fühlt man sich schmutzig danach. Der ja. Menstruationsburger. Okay. Menstruation, bitte, Leute. Ih, das war ein... aber das ist echt so alles so geschmacksintensiv, dass es ja, irgendwie das mich voll schon überlastet voll war, dann, nach 3 Burgern schon. So. Der schaut schöner aus. Der sieht echt, der sieht echt toll echt aus. Ja. McRape. Den finde ich lecker. Das ist jetzt der Beste. Lecker. Was mich stört, ich muss da manchmal so an die Massentierhaltung denken und dann wird mir auch schlecht so. Darf ich das sagen?
Ich hab gerade ein totes Huhn in meinem Mund. Wie kannst du sowas in diesem Moment sagen? McDonald's hat dieses Video gesponsert. Ihr seid ekelhaft. Oh Gott, wahrscheinlich sind da irgendwelche suchtmachenden Geschmacksverstärker. Wow! Cheeseburger ist das Beste. Cheeseburger ist mein Lieblings-McDonald's-Burger. Das sieht doch schon mal richtig scheiße aus. Aber der ist lecker. Der hat sogar Falten im Gesicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas an diesem Cheeseburger finde ich so geil, dass ich finde, ich habe noch nie einen besseren Cheeseburger irgendwo gegessen. Das muss ja das gleiche sein wie ein Hamburger, nur weil man da eine Scheibe Käse drauflegt, kann das nicht besser sein. Noch einer. Boah, ey, jetzt merke ich das aber auch. Ich habe immer weniger Bock, ey. Big Tasty Bacon. Oh mein Gott, was ist das? Das ist ein Monster. Groß. Der ist... Bei wenn ich das schon rieche, wird mir schlecht einfach nur noch. Das dauert ein bisschen bei mir. Das dauert ein bisschen, wenn man das ein bisschen länger. Boah, da kommt richtig viel Soße mit raus, ey. Mir ist schlecht. Okay. Wie viel Soße ist da bitte drauf? Willst du mich verarschen? Das ist, sehr viel. Das ist aber wieder doch deine Lieblingssoße, oder nicht? Nee, meine Lieblingssoße ist Mayo. Boah, ist ja geil. Boah, der ist richtig lecker. Nee, Was ist das für ein komischer Nachgeschmack? Schmeckst du diesen Nachgeschmack? Der ist voll Ich bin auch nicht beim Nachgeschmack. Ich bin auch... Boah. Ey, wie viel so... Da kann man nicht mal essen. Boah, jetzt schmeckt es aber auch noch mehr. Ich dachte, das wird besser, wenn man mehr isst, aber irgendwie ist es schlimmer, wenn man mehr isst. Das schmeckt echt ein bisschen schlecht so. Also ein bisschen, als wäre es abgelaufen irgendwie. Hä, jetzt schmecke ich es nicht mehr. Hä, was ist denn das komisch? Das wird so verarscht. Kannst du auf die Seite drauf an. Das ist voll strange. Boah, was, wenn wir kotzen müssen oder so? Wenn wir kotzen müssen, drehst du dich nach da und ich dreh mich. Okay. Ich will nicht kotzen. Echt nicht? Hä, ich habe gerade wirklich, als würde ich so einen Karton fressen. Das ist ja auch ein Karton. So, kennst du den Geruch von Kartons? Nee, das habe ich gerade so im Mund irgendwie. Wir müssen jetzt nochmal genauso viele in deinem Video essen. Nochmal genauso viele. So, ich habe jetzt schon irgendwie so Migräne oder irgendwie sowas bekomme ich, ohne Scheiß. Im Kopf ist es bei mir nicht, aber mir ist halt irgendwie mega schlecht so. Beim Davis geht's weiter. Ich glaube, wir werden echt noch verzweifeln. Das war die seriöse Food Review. Und bis zum... Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bei Davis, ich verlinke das Video unten in der Beschreibung. Tschüss. Tschüss. Mir ist so schlecht. Mir ist wirklich schlecht. Mir ist halt auch wirklich schlecht.